die Züge, tatsächlich. Leute, wir sind jetzt im U-Bahn-Tunnel drinne und es ist so eine gruselige Atmosphäre, weil egal in welche Richtung man geht, es sind einfach nur leere Tunnel hier. Und ja, es war halt so, dass man das hier gebaut hat. Es sind ja irgendwie 2 oder 3 Stationen geworden, inklusive dem Tunnel hier. Das hat man aber nie fertiggestellt so. Das heißt, das war hier alles nie in Betrieb und es ist jetzt so in dem Zustand, wie ja, als es frisch gebaut wurde. Und wie man sogar hier sieht, liegen hier, wo wir jetzt gerade langlaufen, noch nicht mal Gleise. Das wird sich gleich in den Stationen ändern. Aber hier sind es bisher einfach nur leere Tunnelgänge. Hier hängen auch schon überall die Notausgangsschilder. 200 Meter nach links und da hinten, ja, man wird es jetzt nicht mehr sehen, ganz da hinten irgendwo geht es auch wieder raus. Das heißt, wir sind jetzt erstmal in die falsche Richtung gelaufen. Und auch hier schon, ja, so diese Kilometertafeln quasi, oder Standorte im Tunnel. Und ja, wir gehen jetzt mal in die andere Richtung zurück, weil vermutlich da irgendwo die Stationen dann alle sein werden. Ganz komisch, jetzt ist hier voll die Erhöhung, was irgendwie gar keinen Sinn macht, weil kannst ja nicht Gleise über so eine Kante runterlegen. Aber ja, ich denke, es liegt halt alles daran, dass es eben nicht fertiggestellt wurde. Und irgendwie hier alles nicht so wirklich Sinn macht, wobei ich auch nicht weiß, wozu man dann sowas überhaupt baut. Wir sind jetzt nochmal, weiß ich nicht, 200 Meter in die andere Richtung gelaufen. Gehen jetzt halt nach hier immer und immer weiter, bis irgendwie mal eine Station kommt. Was ich aber komisch finde, was mir auffällt, ist, dass da oben überall schon so schwarze Spuren sind. Mhm. Wie von der Oberleitung halt quasi. Ich meine, durch die Wärme, die da auch entsteht. Aber wenn das Ding quasi nie in Betrieb genommen wurde, warum sind dann da solche Spuren? Ich weiß jetzt nicht, ob Fahrzeuge hier damals eine Oberleitung hatten, weil da sind auch noch die Löcher sogar drin. Keine Ahnung. Hier hängen auch überall schon alte Kabel von der Decke runter. Ja, vermutlich. Warum ist mein Licht gerade so dunkel? Vermutlich von der Tunnelbeleuchtung halt damals zur Bauzeit. Ich hole auch gleich mal die große Lampe raus, aber ich finde es gerade mit der irgendwie ist die Atmosphäre ein bisschen krasser. Und uns ist was ganz Seltsames aufgefallen. Und zwar, wenn ich jetzt nach da leuchte, seht ihr es da vorne vielleicht schon ganz hell reflektieren. Und ja, das kommt von diesen Dingern hier, was auch immer es ist. Ja, ich weiß nicht. Ich hoffe, es war irgendwie nur was aus der Bauzeit oder so und nicht irgendwelche Lichtschranken, sonst haben wir ein Problem. Aber wir probieren es jetzt erstmal weiter. Und hier geht jetzt der Bereich los, wo entweder die Schienen geplant waren oder vielleicht sogar eine Zeit lang auch schon lagen. Also hier sind die, ja, diese Vorbauten, wo dann damals die Schwellen drauf gekommen wären und dann später oben die Schienen. Oh, und da? Guck mal, da ist die erste Station, glaube ich, oder? Ganz übel da vorne aus. Okay Leute, ganz komisch, dieser Brandgeruch hier, den ich die ganze Zeit schon in der Nase hatte, hat sich gerade bestätigt. Und zwar hat es hier schon gebrannt. Die Frage ist, wie alt es ist, weil es wirkt jetzt nicht so sonderlich alt. Weil es riecht hier wirklich noch extrem nach Feuer und auch die Decke ist halt wirklich pechschwarz. So, und einmal ein bisschen heller hier. Und jetzt wird sich zeigen, was hier abging. Ja, und hier haben wir jetzt tatsächlich die erste Station, Leute. Ist auch noch ein Prellbock und dahinter direkt die Gleise. Das heißt, hier war, zumindest zum Zeitpunkt, wo hier Ende war, war hier halt auch Ende vom Gleis. Also hier ging es erstmal nicht weiter im Tunnel. Ich würde sagen, vorsichtig kann man ja mal hier hochgehen. Einfach eine komplette U-Bahn-Station. Aber sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Das ist eine richtige unterirdische U-Bahn-Station. Hier überall die Gleise. Und jetzt hoch auf den Bahnsteig. Also hier hat es wirklich ordentlich gefackelt. Hier ist noch das alte Stationsschild, Rathaus. Hier oben dann auch nochmal. Aber das muss ja echt richtig gebrannt haben hier drinnen. Und hier dann vor allem auch erstmal reinzukommen, um zu löschen, ey, das war bestimmt nicht ohne. Da vorne, Leute, da sieht man es, ne, man sieht es wahrscheinlich nicht. Erst wenn wir ein bisschen näher gehen, da brennt auf jeden Fall noch Licht im Tunnel.
Und hier? Alter, hier sind die alten Rolltreppen. Da brennt auch Licht. WTF. Immer gucken, dass keine Kameras oder so da sind, ne? Also mal ganz ehrlich, wie scary ist das? Wir sind in einer verlassenen U-Bahn-Station, beziehungsweise im Tunnel mit Stationen. Hier brennt jetzt einfach random irgend so eine Lampe und ein Notausgangsschild. Die alten Rolltreppen und so. Das ist schon sehr crazy. Und vor allem hier oben steht Gleis 5. Hier sind doch nur zwei Gleise. Naja. Hier waren vermutlich diese typischen Schaukästen, wie man sie ja aus U-Bahn-Stationen kennt. Richtig, richtig krass. Wandhydrant, es ist halt, Leute, ihr wisst alle, wie so eine U-Bahn-Station aussieht. Und ich bin, muss ich ehrlich sagen, ihr merkt es, schon ziemlich geflasht, dass man sowas in dem verlassenen Zustand hier findet. Da oben auch diese alten Anzeigen, Ausgang und sowas, wo es da hingeht. Ja, und hier liegen halt tatsächlich überall noch die Gleise. Und das ist das, wie es halt eben ja schon mal so ein bisschen erklärt hat, ne? Die Schwellen, die hier dann auf diese Vorbauten draufgebaut sind. Und halt die Schienen noch drüber. Und wir gehen jetzt erstmal ein bisschen weiter, um es erstmal so ein bisschen auszukundschaften. Bis ans Ende. Um einfach erstmal safe zu sein. Und dann würde ich sagen, kommen wir nochmal hierher. Auch für ein paar Bilder und Stories. Von daher, wie immer, schaut gerne auf Insta vorbei. Ist hier eingeblendet und sowieso auch immer in der Videobeschreibung. Das ist jetzt hier schon so ein richtig typisches Bild mit den Schienen. Es ist schon sehr, sehr, sehr geil. Und ich glaube, ich laufe sogar hier, weil es ein bisschen einfacher ist als auf der Seite. Und hier wird es jetzt halt richtig scary, weil da ist halt erstmal gar keine Station, die dauert noch ein bisschen. Und hier im Bunker, ihr seht's, im Bunker sag ich, im Tunnel, brennt jetzt halt einfach ganz random das Licht hier an der Decke. Also das ist eine ganz merkwürdige Atmosphäre. Und hier, das finde ich gerade mega interessant, sieht man mal, dass ja Gleise auch immer in so einem Neigungswinkel gebaut werden. Ich weiß gar nicht, ob man es genau erkennt. Ich halte die GoPro jetzt genau gerade. Aber die Gleise sind halt trotzdem schief, damit man eben ja, Kurven und sowas schneller befahren kann. Das ist so verrückt. Das ist so eine ganz, ganz surreale Welt irgendwie. Also es ist halt überhaupt nicht zu vergleichen mit irgendwelchen anderen Locations, so, die vielleicht top eingerichtet sind, sondern es ist sowas ganz, ganz Neues, Seltenes, Ungesehenes. Und da kommt jetzt die nächste Station, ja. Tatsächlich. So, und nächste Station hier. Meine Taschenlampe ist jetzt so warm, dass ich schon gar nicht mehr so wirklich hell kriege gerade. Aber ja, nächste U-Bahn-Station. Und wir sind jetzt schon ein ganz gutes Stück gelaufen bisher. Also ich denke mal, doch ein Kilometer könnte schon sein, ne? Locker, weil jo, es gibt mehrere Eingänge und der, wo wir rein sind, ist auf Google Maps zu dem anderen über einen Kilometer auch entfernt. Das heißt, das ist schon ein gutes Stück, was man hier auch zu laufen hat. Definitiv. Ja, Leute, nächste Station hier auf jeden Fall. Das ist halt richtig klassisch, wie wenn man jetzt normal in die U-Bahn geht. Auch wieder Rolltreppen hier nach oben hin. Alles richtig alt. Ja, ist auch schon einige Jahre jetzt, wo das hier verlassen steht. Aber ich finde das immer so krass, wenn man noch Rolltreppen und alles zu sehen bekommt hier. Ups. So eine mega alte Notbremse hier. Und auch da geht's halt wieder irgendwo noch hin. Wollen wir mal hochgehen? Nur LKW, oder? Ich ging bis jetzt von aus, ja. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, es hat gerade draußen oder zumindest irgendwo richtig gepiept. Also man merkt, die Angst vor dem Alarm lebt mit. Anspannung. Die Anspannung. Boah, richtiger Holzgeruch hier. Ist auch alles über uns hier aus Holz. Und auch hier. Crazy.
sind gar keine Türen, das sind so Schaukästen. Fahrplan steht noch in dem Kasten drin. Ich glaube, hier würde ich nicht weitergehen, weil da ist ein Tor. Da kann ich mir schon vorstellen, dass die da vielleicht irgendwie einen Melder hinhängen. Ich gehe die Rolltreppe runter. Ach guck, da kommt auch Tageslicht rein. Okay, wir sind direkt an der Straße jetzt hier. Deswegen leise sein. Hier oben war auch mal so eine Anzeige, wo dann immer der nächste Zug drauf stand. Hängen noch Teile von der Uhr drin. Vorne hängt sogar noch eine alte Uhr. Okay, das klang wie wenn jemand über diese Holzteile läuft. Ne? Könnten aber auch Gullidecke sein, wenn er rüberfährt. Das kann, ja, das stimmt natürlich. Gullidecke. Ich glaube, auch wenn einer kommt, wird man das hören und auch sehen. Wir sehen vor allem. Und die kommen ja auch nicht hier durch den Tunnel rein, sondern durch eine Tür. Gehen wir mal weiter gucken, oder? Guck, weißt du, wie das gerade klang beim Laufen? Genau so. Exakt so klang das aus der Richtung gerade. Na, dann geht's wahrscheinlich da vorne halt auch noch raus. Wie gesagt, wir wollten jetzt halt erstmal einmal hier alles abgecheckt haben. Ja. Und dann schauen wir mal. Außen bestimmt, ja. Ja. Das klingt schon eher so danach. Autobrücke, Gullideckel oder so eine Trennstelle von der Straßebrücke. Aber ich glaube, wir sind safe. Also, sonst wäre auch schon längst irgendwas passiert. Wir haben doch, glaube ich, bei Kilometer 18 angefangen, ne? Da sind wir jetzt schon fast 2 Kilometer gelaufen. Also Sportziel ist heute erreicht auf jeden Fall. Boah, jo, okay, hier sind sogar noch Weichen hier vorne. Hier sind sogar noch Weichen. Im Tunnel hier wird es nochmal richtig breit. Alter, steht hier einfach offen. Leute, what the fuck? Ist jetzt einfach das Tor offen, da geht's raus normalerweise. Sollte das eigentlich zu sein? Ja, okay, da ist halt alles jetzt auch draußen zugewachsen. Man sieht es auf der GoPro nicht, aber... Wir können ja eigentlich mal ins Tor gehen, oder? Gesehen wird man da eh nicht. Digga, was? Ist jetzt wirklich einfach alles zugewachsen. Das war dann ursprünglich mal die Tunnel-Ein- bzw. Ausfahrt hier. Das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Hier an dem Abzweig geht jetzt halt auch noch ein bisschen weiter. Wir haben halt keine Ahnung wohin, weil ich habe auch ehrlich gesagt hier noch nie Bilder oder sowas von gesehen. Ja, gucken wir halt mal, ne? Okay. Ich glaube, wir kommen so langsam Richtung aktiver Tunnel. Alter, was? Es geht hier halt wirklich einfach noch weiter. Die ganzen anderen Bahnen sind nicht so weit von uns entfernt irgendwie. Vielleicht ein paar Meter hinter den Wänden hier und über uns und was weiß ich. Und ganz da vorne sieht man jetzt schon so ein silbernes Tor. Und da wird der Tunnel jetzt wahrscheinlich abgesperrt. Und da wird der Tunnel jetzt wahrscheinlich dann zu Ende sein. Also wir gehen mal wieder zurück, weil ich weiß nicht, ob es zu riskant wäre, jetzt dahin zu laufen. Leute, wir sind jetzt fast wieder zurück bei der Station. Hier oben hängt noch so ein Schild, falls mal Bauarbeiten im Tunnel waren. Und ja, ein bisschen Beunruhigung ist gerade gewesen, weil hier oben halt so ein ultra gut aussehender, neuer Bewegungsmelder hängt.
Aber ich sag mal so, wir sind ja vorhin auch schon lang gelaufen, dann hätte er doch eigentlich wahrscheinlich auch schon ausgelöst. Ja, und hier geht's jetzt eben wieder in die Station zurück. Und wir sind jetzt gerade noch ein bisschen dabei, halt Bilder zu machen. Meine Kamera steht noch da drüben.